Bevor Sie Bilder in eine Ansicht einfügen, stellen Sie bitte sicher, ob Sie auch über die entsprechenden Rechte verfügen. Freie Bilder für den Unterricht finden Sie zum Beispiel am Tiroler Bildungsserver unter bilder.tips.at. Es empfiehlt sich jedoch auf jeden Fall, eine Quellenangabe zu machen. Wie kann ich jetzt diese Quellenangabe zu meinem Bild in Mahara hinzufügen? Öffnen Sie dazu die Dateiablage mit Klick auf Inhalt und Dateien. Suchen Sie das entsprechende Bild. Ich nehme hier einfach ein Logo der Pädagogischen Hochschule her und klicke auf den Bearbeitungsstift. Hier könnte ich noch den Namen verändern und eine Beschreibung einfügen. Als Beschreibung würde ich einfach die Adresszeile, die URL, einfügen. Dazu nehmen Sie die entsprechende Adresszeile der Quelle, drücken Sie rechte Maustaste Kopieren oder Steuerung C, gehen Sie wieder zurück in Mahara und geben Sie bei Beschreibung jetzt rechte Maustaste Einfügen oder Steuerung V ein. Und schon ist die Adresszeile, also die Quellenangabe, gemacht. Schließen Sie ab, indem Sie auf Änderungen sichern klicken. Wie kommt das Bild jetzt in eine Ansicht? Öffnen Sie die entsprechende Ansicht. Gehen Sie in den Bearbeitungsmodus und ziehen Sie das Werkzeug Bild in die Ansicht hinein. Lassen Sie dann erst die linke Maustaste auf und es öffnet sich ein Konfigurationsfenster. Geben Sie einen entsprechenden Titel ein und suchen Sie nun das Bild, das Sie abgespeichert haben und zu dem Sie die Quellenangabe gemacht haben. Klicken Sie nun auf Auswählen und ganz wichtig, unbedingt auf Beschreibung anzeigen. Speichern Sie abschließend ab. Sie sehen hier nun das Bild mit der Überschrift und darunter zentriert die Quellenangabe.